So, Jakob, was ich gar nicht so richtig wusste, und ich glaube, viele Zuschauer auch nicht, dass du dich beruflich, auch bevor du dich jetzt hier an die Teufelszitze des Privatfernsehens gehängt hast, dass du mal ein richtig seriöser Journalist warst, bei den Öffentlich-Rechtlichen nämlich. Ja, ja, beim RBB. Ja, beim RBB. Ein ja. echter Reporter mit Träumen, mit Ambitionen, mit Biss, ohne Angst und vor allen Dingen ohne Bart. Ja, guck mal, das bist du. So sah Jakob aus. Ne? Siehst ein bisschen so aus, hätte dich Loriot besoffen auf seinen Daumen gemalt. Rückblickend, was würdest du sagen? Welcher Reporter-Typ warst du? Warst du Enthüllungsjournalist oder Undercover-Reporter? Wie würdest du dich befallen? Nee, ich habe eigentlich so bis 4, 3 Kuchen, 3 Kaffee und dann ab nach Hause. Ne? Das war eigentlich mein Oeuvre, mein Schaffen beim RBB. Aha. Gut, ja, hat sich bis heute nicht viel dran geändert, aber es gibt dazu... Kannst du das Foto wegmachen jetzt, bitte? Es muss nicht so lange eingeblendet. Ich kenne mich ja auch aus beim Fernsehen. Es muss nicht so lange eingeblendet ja, werden. Ja, ich klicke das schnell weg. Ich klicke das schnell weg. Geht nicht. Oh, seid ihr... Ich wollte jetzt hier drauf rumklettern. Wie doof seid ihr denn da? In der ich wollte jetzt sagen, oh, schade, geht nicht und so. Ja, ich bin ganz... Oh, ey, wieder diese... Das ist Solidarität. Nee, das ist ja die ganze komplette Mannschaft im Ü-Wagen. Die haben wir ausgeliehen von Mario Barth hier nebenan. Die sind da nicht so... die erwarten keinen Humor hier. Naja... Wir sind hier in so einem Studiokomplex, hier ist alles. Ne? Ich war heute schon bei Voice Kids, bin ich einfach reingelaufen. Ja, weil du Sascha besucht hast. Ich habe Sascha besucht, ja. Und ich bin einfach so, ich bin einfach... Aber du, das ist hier nicht der Podcast. Also bitte mach jetzt weiter. Wir ja, aber man kann Zeit. Einfach so, also ich bin da einfach so reingelaufen. Ja. Und dann habe ich da den ganz viel Cola weggetrunken. So. So, also es gibt also tatsächlich richtige Reporter, ja. Und ein paar von diesen Spezialisten, die arbeiten beim Magazin Weiß. Weiß ist das ein Begriff, ja. Die Hauptthemen des Magazins sind schnell zusammengefasst Sex und Drogen und Drogen. Ja. Die werden dann jede Woche frisch zu neuen Überschriften zusammengemixt. Und wenn es also zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Uckermark einen Maler gibt, der auf Ketamin Skulpturen aus Marmelade formt und dabei onaniert, die Weiß hat ihn ganz sicher schon gefunden. Als Beste an Weiß sind aber wirklich nicht die Storys, sondern die Überschriften. Die kann man sogar ganz einfach zu Hause selber nachkochen. Personalpronomen, eine Droge und ein absurder Ort. Das hier zum Beispiel, ja. Ich habe beim Ganja-Yoga versucht, durch Meditation heil zu werden. Das ist eine Original-Schlagzeile, aber auch andere Klassiker wie, ich bin eine Woche Segway gefahren und habe etwas über Liebe gelernt. Echte Artikel, ja. Echte Artikel. Ein britischer Mann muss ins Gefängnis, weil er Fischpornos auf seinem Handy hatte. Oder das hier, dieser Typ hat aus einem toten Hai eine Bon gebaut. Das waren also jetzt echte Weiß-Schlagzeilen, ja? Das ist der Beweis. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist, weitere zu zeigen. Das ist übrigens der Hai mit der Bon. Das waren echte Überschriften, ja? Also in Zeiten des Internets natürlich Klickgold, ja? Aber könnt ihr, liebes Publikum, echte Weiß-Überschriften von unechten unterscheiden? Das ist jetzt die große Frage und deswegen herzlich willkommen. Das hier ist Weiß oder Scheiß? Ich verkünde jetzt hier Überschriften, ja? Ich lese die jetzt vor und ihr müsst dann raten, ob die echt ist oder nicht. Und dann ruft ihr einfach Weiß. Und wenn nicht, dann ruft ihr Scheiß, okay? Auf mein Kommando dann. Also, hier kommt die erste. Runde 1. So zauberst du dir ein Frühstück aus deiner Scheide. Also hier vorne, Leute, die näher dran sind, sagen Scheiß. Weiß. Das ist echt. Das ist eine echte Weiß-Schlagzeile tatsächlich. Eine Frau hat tatsächlich, klingt komisch, ist aber so, hat aus ihrer Scheide Joghurt gemacht. In den Bakterien, die dort zu Hause sind, sind genau die Stoffe, die Menschen gerne benutzen, wenn sie Käse, Milchprodukte und Joghurt kultivieren. Haha, lecker. So, nächste Runde. Komm, beruhigt euch. Könnt ihr zu Hause ausprobieren. Eine 87-jährige Schamanin hat mir meine Zukunft anhand meiner Vorhaut gedeutet. Echte Weiß oder Scheiß? Okay, danke. Okay, die Mehrheit sagt Weiß. Ist mir tatsächlich so passiert, war aber keine Überschrift. Ja? War keine Überschrift, ist unecht, ausgedacht. Nächste. Ich habe Halloween mit 5 Sexsklaven im Berghain verbracht. Auch da muss ich sagen,
hat einfach nicht für eine Überschrift gereicht. Ist vermutlich passiert. Aber man sagt, ja, so what? Was ist da passiert? Ja? Egal. Das hier, die nächste, ist das hier eine echte Überschrift von der Weiß? Ich habe mich bei Tinder als Josef Stalin ausgegeben. Weiß? Weiß? Und soll ich euch was sagen? Ihr habt recht, Weiß, absolut. Punkt ins Publikum. Ein Weiß-Redakteur hat sich wirklich auf Tinder als Stalin ausgegeben, weil er in seiner Blütezeit ein ziemlich heißes Geschoss war. Hier, da sehen wir ihn. Und hat offensichtlich geklappt. Die Matches sind ihm nur so reingeflogen. Ja? Ob der echte Stalin in seiner Jugend auch ordentlich gebumst hat, ist nicht überliefert, aber sehr wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, das war Weiß oder Scheiß. Vielen Dank.